Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute wieder mal um 5M-Surferstellen Kubik Core. Und ja, ich habe mal wieder was Neues mitgebracht, beziehungsweise was ich euch vorstellen möchte, was ich auch ein bisschen umgearbeitet habe. Ihr werdet es vielleicht im Titel schon lesen. Ja, ich bin ein bisschen alt geworden als Charakter. Habe auch andere Kleidung an. Das liegt daran, da wir hier gerade im Bereich der Family sind. Und ja, um was geht's denn heute? Heute geht's um diese Territorien. Sag mal, es heißt ja Gang-Territorien oder Gang-Territorium. Ich sag dazu Gang-Zone oder Gang-Zone. Dass ihr die hier so einzeln anzeigen könnt. Ja. Darum geht es heute in diesem Skript und beziehungsweise in diesem Video. Ich habe hier schon ein paar hinzugefügt. Ja. Da ist jetzt nichts dabei, also nichts drin groß. Also, das ist nur, dass das hier so angezeigt wird. Ja. Also, ich habe hier. Was habe ich jetzt hinzugefügt? Hier habe ich einmal La Cosa Nostra. Die haben bei mir auch ein MLO hier oben. Also ein ordentliches Gebäude, was begehbar ist. Dann habe ich hinzugefügt hier die Families. Ich glaube, die waren aber standardmäßig drin. Ich habe das alles übersetzt und alles. Vagos, die haben hier ihren Platz. Die haben auch da ein einzelnes MLO bei mir auf dem Server. Des Weiteren haben wir hier die Ballers, also die Ballers oder Ballers oder wie auch immer die ausgesprochen werden, ich glaube Ballers. Die habe ich hinzugefügt und was hat man hier noch? Lost MC habe ich auch hinzugefügt und natürlich die Mafia. Also das sind aber nur die Punkte mit dieser Zone halt, ja. Also ihr bekommt diese zwei Köpfe da, dass man halt sieht, okay, das ist eine Gang oder eine Gruppierung. Und diesen Kreis halt außenrum. Das ist die Zone, der Kreis da hier außenrum. Es ist die Zone, ja. das bekommt ihr von mir. Das könnt ihr in einer Variable einstellen. Ihr könnt auch noch weitere Gangs hinzufügen. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es bei mir bloß noch die Downloads jetzt übers Discord auf Anfrage. Also das heißt, ihr müsst ein Ticket erstellen im Discord. Anfragen, zum Beispiel Video. Also mit Videonummer bitte anfragen. Ihr wollt zum Beispiel zu Video bla 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 1, 10, 15, 25 und 30 wollt ihr den Download-Link haben, dann braucht ihr einfach da bloß anfragen, dann bekommt ihr von mir die Download-Links. Ja? Ich möchte das ein bisschen kontrolliert haben, damit ich weiß, wie das bei euch ankommt und damit ich auch weiß, wie oft wird es gedownloadet und ja, wie kommt es bei euch an? Habt ihr Interesse daran oder nicht? Ja. Des Weiteren, wie ihr vielleicht auch seht, unten an dem Zeichen Route V, ich und Atom, wir basteln derzeit an einem Route V Surfer. Wir haben ja auch im Discord eine Umfrage gemacht, ob jemand Interesse hätte auf einen Hardcore RP Surfer. Also, was heißt Hardcore? Ich möchte das mal so ausdrücken, dass man da wirklich RP macht. Dass nicht Waffengewalt die höchste Gewalt ist, dass man halt viel mit RP klären kann. Wir möchten realistische Preise haben auf dem Server, wo wir auch gerade drüber sind. Realistische Verdienste, also man soll nicht in einer Woche gleich 20.000, 30.000 haben und 5 Autos in der Garage. Das soll so nicht ablaufen. Ja. Wer da Bock drauf hat, einfach mal im Discord abstimmen mit einem Daumen nach oben. Da ist eine Umfrage bei News, glaube ich, drin. Da könnt ihr einfach mal voten. Ja, wir basteln derzeit da dran. Ich und Atom, was erzähle ich denn? Ich und Adler basteln da die ganze Zeit dran. Also schon seit ein paar Tagen. Wir fügen gerade alles so ein bisschen zusammen, damit alles funzt. Haben hier und da auch schon wieder einiges an Zeit verbracht, aber
Es ist ja Zeit, wo ich euch auch die Skripte dafür dann zeige, wo ihr das einfach nachmachen könnt. Ja, und wer wie gesagt hat, will einfach nur zocken. Also, Alter, das habe ich aber Mundfasching, du. Also, wie gesagt, wenn einfach nur jemand zocken will, dann kann er da gerne drauf kommen. Aber das kommt später noch ein Video dazu. Ja, so, also, ihr seht ja jetzt hier diese grüne Zone. Wenn ihr in eine Zone reingeht, dann kommt hier rechts gleich, musst du aufpassen. Dann kommt hier rechts eine Benachrichtigung, du hast ein Gang-Territorium betreten. Achtung, Gang-Zone. Das Achtung, Gang-Zone bleibt die ganze Zeit bestehen. Und wenn ihr wieder rausgeht, dann geht das Achtung, Gang-Zone weg. Und dann kommt auch die Meldung, du hast ein Gang-Territorium verlassen. So als Info. Ja? Damit ihr selber wisst auch, weil ihr lauft ja nicht ständig so rum, ne? Ihr guckt ja nicht ständig auf die Map, bin ich jetzt in der Gangzone oder bin ich nicht in der Gangzone, dass wenn ihr hier reinkommt in so eine Gangzone, dass ihr das dann rechts sehen könnt, oh, jetzt werde ich zum Beispiel in eine Gangzone verschleppt, jetzt geht's erst richtig rund oder whatever, ja. Wie gesagt, Download-Link gibt's im Discord dazu. Und einfach ein Ticket öffnen, Videolink reinschreiben, also was heißt Videolink? Videonummer reinschreiben und dann bekommt ihr das von mir zum Download. So. Wie ihr das installiert, zeige ich euch jetzt. Wir gehen einfach dazu mal auf den Desktop. So. Wir sind jetzt hier auf dem Desktop. Ihr öffnet einfach mal euren Surfer mit FileZilla oder WinSCP, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Jeder kann arbeiten mit dem, was er will. Ich zum Beispiel arbeite auch mit Notepad++. Die anderen arbeiten mit Visual Studio. Das bleibt euch überlassen. Hauptsache, ihr kommt damit klar. Ja. So, ihr könnt auch natürlich einfach nur mit dem Texteditor arbeiten, aber da werdet ihr die Zeilen nicht angezeigt bekommen, ne? Was natürlich dann auch wieder Nachteil ist für euch. So, ich gehe einmal in die Resources. Das ist derzeit alles drauf auf dem Server. Da kommt noch einiges mehr. Wir haben hier schon extra Skripte, hier ein bisschen was, ne? Neues Bezahlsystem, Carry People. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht vorgestellt. DP Closing Master, no more Weapons on NPC und NPC Doktor, Polizeivehicles, Wappendeletter, also Wappendeletter, Blitzer haben wir drauf, diesen Twartex, den braucht ihr jetzt auch gleich. Den müsst ihr euch nämlich mit installieren. So, das ist der. Wir machen uns hier mal einen Ordner. Ich packe das alles in einen Ordner rein. Ihr müsst es auseinanderpacken, ne? Ansonsten wird das nichts. So, umbenennen. Gangzonen oder Territories. Gangzonen. So. Da kommt das rein und dieses Gang-Territories. Die müsst ihr alle beide einzeln dann auf eurem Server reinziehen. Ich erkläre euch gleich, wie es funktioniert. Ansonsten haben wir noch nicht groß viel drauf. Realtime haben wir drauf, also reale Serverzeit funktioniert auch. Habt ihr ja gesehen, ist nicht mehr alle 10 Minuten dunkel oder hell oder dunkel oder hell. Das geht wirklich nach Echtzeit. Und Serverlogo habe ich halt noch drauf gemacht, damit man halt sieht, wo drauf spielt man. Ich will jetzt noch nicht allzu viel sagen zu dem Server, der da vielleicht bald aus den Fußstapfen kommt. Ich sag mal so, vielleicht noch einen Monat. Ich werde mich jetzt am Wochenende nochmal richtig ransetzen und nochmal richtig schön Gas geben, ne, mit Adler zusammen. Ich denke mal, wir werden dann nochmal ordentlich schön Gas geben, dass wir vielleicht, boah, dass wir vielleicht. Ich will nicht zu viel sagen, aber ich denke mal, vielleicht diesen Monat, lassen wir vielleicht diesen Monat einen Server öffnen, wo ihr dann drauf zocken könnt, ne? Und wo wir euch dann auch Sachen ermöglichen, die ihr haben wollt oder sowas, ne? Also, denke, da kriegen wir was hin.
Es müssen auch nicht 50 Spieler sein oder mehr. Wir fangen an mit 48. Der Surfer wird auf 48 Slot gestellt, wenn er öffentlich kommt. Und je nachdem, wie schnell die 48 Spieler besetzt sind, werden wir das Ganze natürlich nach oben hin erhöhen. Ja, das heißt, Ziel ist eigentlich 128 oder 64 erstmal. Also von den 48 dann auf 64 aufsteigen und dann auf 128 reicht eigentlich völlig aus. Ja, wenn wir jetzt mal angenommen 48 Leute gleichzeitig online sind, ist das eigentlich schon ein gutes Erlebnis. Wenn das RP passt, ja, wenn es nicht zu viel Ärger gibt und sowas, ne? Aber das schauen wir später mal, weil das gehört jetzt eigentlich hier nicht zu dem Video dazu. Ich habe die jetzt hier reingemacht. Ich packe euch das hier zu einer RA. Wie gesagt, die RA bekommt ihr dann von mir übers Discord. Ihr müsst ins Discord kommen, müsst ein Ticket eröffnen, ja, und müsst die Videonummer reinschreiben. Man kann ja sagen, ich hätte gern den Download-Link für oder von Video, bla bla bla, ja. Einfach die Videonummer mit dazu schreiben. Sobald ich das gelesen habe, bekommt ihr den Link von mir und dann könnt ihr euch das einfach downloaden und nachmachen. Ja? Ich sage, seid mir nicht böse, ich möchte das ein bisschen kontrollieren, damit ich sehe, wer hat Interesse an den ganzen Spaß, wer hat kein Interesse an den ganzen Spaß. Ja, also ich will da aber so ein bisschen Durchblick haben. Mal einfach nur so hochladen und dass die Leute das einfach so downloaden können, schwierig. Ja? Und ich möchte ja auch, dass wir noch ein bisschen weiter wachsen, damit ihr was davon habt und ich eventuell vielleicht auch was davon habe, um noch ein bisschen mehr Leute ranzuziehen. Ja? So, kurze Info noch, Server Pack kommt auch irgendwann. Bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache, weil ich bin mir mit dem Ganzen noch nicht so sicher, weil bis jetzt haben sich noch nicht viele Leute gemeldet, die Interesse an dem Silverpack hätten, also haben. Würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, dass sich da noch ein bisschen mehr Leute melden. Wir können ja auch eine Warteliste oder sowas machen, wenn ihr das wollt. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr eine Warteliste haben wollt, wo ich euch dann mit draufsetze und dann schreibe ich euch einfach an, wenn es soweit ist. Ja. Also ihr entpackt diesen Ordner, der wird dann Gang Territorien heißen oder Gang Territories oder Gang Zone. Ich lasse es auf Gang Zone. Und wenn ihr das entpackt habt, habt ihr ja den Ordner und die zwei Dinger hier müsst ihr dann hier einfach einfügen. Ich habe es in einem separaten Ordner, der heißt Extra Scripts. Da habe ich das reingefügt. Einfach dann die zwei Ordner da reinschmeißen. Ihr könnt das natürlich aber auch in den QB-Ordner mit reinschmeißen, wenn ihr das wollt, aber da ist es dann halt nicht mehr so übersichtlich, ne? Ansonsten, was hatte ich denn noch? Mal kurz was gucken. Okay, ich glaube, da muss ich später nochmal ein Video dazu machen. Gut. Dann eigentlich bloß den Ordner, den ihr erstellt habt, wenn ihr einen erstellt habt, zur Server CFG hinzufügen und Server neu starten, fertig. Dann sollte das eigentlich alles funktionieren. So. Ihr braucht aber diese zwei Ordner, beziehungsweise ihr braucht auch diesen Kubik-Tor-Text, damit die Informationen rechts an der Seite angezeigt werden. Ansonsten habt ihr einen Fehler. Ja. Ich gehe mit euch nochmal rein in diesen Ordner. So, und zwar gehe ich mit euch noch mal in dieses Gang Territories. Ihr geht in die Shared, wenn ihr was hinzufügen wollt, geht ihr in die Shared, ja, dann geht ihr auf Gang Zone Store, das öffnet ihr mit Notepad++ oder halt mit Visual Studio. Da habt ihr dann schon das Zeug drin stehen. Territorium, da könnt ihr jetzt eins hinzufügen, indem ihr das hier einfach kopiert. Bitte aufpassen, ab der 8 hier mit der Klammer offen bis zur Klammer zu, einfach kopieren und unten drunter einfügen und dann immer die Zahl hier ändern bzw. erhöhen.
Ja, vergesst nicht, ihr müsst da hier, wenn ihr noch was hinzufügt, müsst ihr hier ein Komma setzen. Ja, so. Des Weiteren müsst ihr dann, das hier braucht ihr nicht unbedingt. Des Weiteren müsst ihr dann hier die Gänge noch hinzufügen, wenn ihr jetzt noch eine hinzufügt. Da kopiert ihr euch auch einfach das hier so raus. Kopiert euch das, fügt das hier unten neu ein. Und da müsst ihr aber ein Komma dazu machen. Ja, weil die Klammer hier ändert das ja dann, dass es komplett geschlossen ist. Ja, also guckt euch den Aufbau genau an und macht es einfach nach. Dann sollte das eigentlich alles funktionieren. So. Die Color, wo ihr die Farben herbekommt, findet ihr auch in diesem Skript drin. Wenn ihr das Skript öffnet, gibt es eine README-Datei, da findet ihr alles. Ja? Kann das ja mal zeigen. In der README müsste das ja hier drin stehen. So, hier. In der README könnt ihr hier die Color finden. Und da findet ihr dann auch die Farben, die ihr eintragen könnt. Da braucht ihr bloß dann die Zahlen eintragen, ja? So, also in der README nachgucken, da findet ihr dann die Zahlen. So, das war's dann eigentlich auch schon, ja? Dann bedanke ich mich hier wieder mal fürs Zuschauen. Danke, danke, danke für die ganzen Abonnenten, die reingeflogen kamen. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Abonnenten werden. Klar, sicher. Wer würde das nicht? Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und beim nächsten Skript würde ich mal sagen, was ich euch dann vorstelle und für euch auch anpasse. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sachsen Gamer 87. Und ja, schöne Ostern. Ja. Frohes Eiersuchen, bis demnächst. Haut rein, euer Sachsen Gamer 87.